mich an, Erwin. Wenn er dich fragt, ob du Hilfe brauchst beim Essen, dann nickst du. Nicken wirst du, Erwin. Nicken, hast du mich verstanden? Du schüttel doch nicht wieder den Kopf wie beim vorigen Mal. Du kannst auch nicht mehr alleine auf den Topf. Also, wir üben das jetzt. Herr Erwin Suttenbacher, brauchen Sie Hilfe beim Essen? Nicken sollst du, Erwin, nicken. Warte mal, ich stell dir die Kopfstütze noch ein bisschen fester. So, also, brauchen Sie Hilfe bei den Ausscheidungen? Ob du noch alleine klein und groß machen kannst? Erwin, wenn du dich da wieder genierst und mit dem Kopf schüttelst wie voriges Mal, ich bring mich um. Ich kann das nicht mehr alleine. Wir brauchen Hilfe. Also, brauchen Sie Hilfe bei den Ausscheidungen? Na, Gott sei Dank. Da ist er ja. Nicken, Erwin. Immer nicken. Ja. Ja, guten Tag, Tag, Tag. Ihr Köster, mein Name. Ich bin ein bisschen in Eile, habe heute noch 31 weitere Pflegefälle zu beurteilen. Also, wo ist er? Wo ist er? Wo? Hier. Ach, da ist er, ja. Hier, ja, mein armer Erwin. Ja. Er kann nicht mehr sprechen. Er hört nur noch ganz schwer. Zwei Schlaganfälle und sein schwaches Herz. Ja, das interessiert ihr ja gar nicht, weil Gewährung, also ob Pflegehilfe ja oder nein, wird allein nach den drei folgenden Kriterien beurteilt. Erstens mal Ernährung, zweitens Mobilität und drittens Körperpflege. So, hier ist mein Fragebogen. Ich beginne jetzt mit der Befragung des Antragstellers. Warten Sie mal. So, hier. Funktioniert nicht. Haben Sie mal einen anderen Kugelschreiber für mich? Ja, ja, ich bin sofort wieder da. Okay. Vielleicht haben wir noch einen im Mantel hier. Ja, ja, hier ist er, ja. So, Moment mal. Können wir gleich loslegen? Kleinen Augenblick, bitte. So, haben wir gleich. Sind Sie voll vernehmungsfähig, Herr Suttenbacher? Ja, wunderbar, ja. Also, ist voll vernehmungsfähig. Gut. Erste Frage, Ernährung. Können Sie doch alles ganz alleine essen? Na wunderbar. Kann auch alles ganz alleine essen. Zweite Frage, Mobilität. Wie sieht es denn mit der Mobilität aus? Ob Sie sich noch bewegen können, Herr Suttenbacher? Na wunderbar. Ausgezeichnete Bewegungsfähigkeit der Hals- und Nackenmuskulatur. Ja, wunderbar. Großartig. Und mit den Augen blinzeln kann er auch noch. Na wunderbar. So, letzte Frage, Körperpflege. Können Sie noch alleine auf die Toilette gehen? Hallo, Herr Suttenbacher. Putzen wir uns den Allerwertesten noch alleine? Herr Suttenbacher, wisch, wisch und pischer, pischer. Machen wir das noch alleine? Na endlich. Um Himmels Willen, nein. Er ist doch völlig unfähig. Erwin, was soll denn das? Also beim besten Willen, gute Frau, so dass es mir tut, Ihr Mann ist leider noch kein Pflegefall, nicht? Also alleine essen, alleine bewegen hier, Körperpflege, Toilette gehen, alles mit Ja beantwortet, ja? Mein Gott, Erwin, was hast du getan? Ich kann das nicht mehr alleine schaffen. Tut mir leid. Erwin, warum tust du mir das? Erwin? Erwin? Nick doch noch mal. Erwin! Er ist tot. Mein armer Erwin ist tot! Tot? Aha. Der hat also die ganze Zeit nur simuliert. Und Sie haben hier zu einem Verstorbenen gerufen. Na gute Frau, das könnte ja teuer zu stehen kommen, nicht? Muss alles doppelt ausgefüllt werden, ja? Unnötige Anreise, Kilometergeld, medizinische Beurteilung, wird Ihnen alles in Rechnung gestellt, nicht? Aber nein, er hat ja noch gelebt. Erwin! Unfassbar. Simuliert selbst als Leiche noch, dass er sich bewegen kann. Na gute Frau, da wird noch eine neue Anzeige fällig, nicht? Wegen arglistiger Täuschung Ihrer Pflegeversicherung. Denn eins sage ich Ihnen. Wir lassen Norbert Blüms Jahrhundertwerk nicht von Simulanten kaputt machen.